Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie versprochen im letzten Video gibt es heute den 700 Euro Gaming PC. Wir wollten ja einen kleinen Vergleich machen zu dem Medion Eraser Bandit E10. Und wie versprochen werde ich euch das jetzt mal ein bisschen näher bringen. Wir starten mit einem AMD Ryzen 5 2600X. Das ist ein 6-Kern-Prozessor mit 3,6 GHz. Hat auch noch einen Boost-Takt von 4,2 GHz, wenn er ein bisschen belastet wird. Kommt natürlich ein bisschen auf die Temperaturen an. Wenn man jetzt noch eine Wasserkühlung verbauen würde, könnte man bestimmt länger auf diesem Turbo-Takt fahren. Aber der taktet sich natürlich wieder runter, sobald er, glaube ich, jetzt so 70, 80 Grad erreicht, wird er wieder ein bisschen langsamer. Aber die 3,6 GHz, die reichen völlig aus. Dazu gibt es dann 16 GB Corsair Vengeance RGB Pro. Das ist ein 3200 MHz RAM DDR4. Das kann der 2600er zwar nicht, aber man kann versuchen, ein bisschen zu übertakten. Und ich habe gute Erfahrungen mit diesem RAM-Speicher gemacht, was das Übertakten angeht. Man muss halt im BIOS dann das XMP-Profil laden und hoffen, dass der Ryzen das frisst. Macht er in den meisten Fällen auch, ist halt ein leichtes Overclocking. Dazu gibt es dann das MSI B450 Gaming Plus. Das hat unter anderem, sieht man hier schön auf dem Board, einen M2-SSD-Anschluss, haben aber die meisten mittlerweile. Hat auch die Möglichkeit, zwei Grafikkarten einzubauen, was aber mittlerweile überhaupt keinen Sinn mehr macht. Das hat man früher mal gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob der hier, der ist auch gar nicht voll angebunden. Der hier oben hat volle Lanes, das sieht man unter anderem oben auch an diesen Lötpunkten. Hier kann man dann vielleicht auch noch eine Capture-Card anschließen oder eine WLAN-Karte oder eine LAN-Karte, USB-Erweiterung und so weiter. Hat vier RAM-Steckplätze, von denen wir nur zwei belegen. Das Schöne ist, die sind farblich jetzt auch unterteilt. Da weiß man sofort, okay, man steckt halt die beiden RAM-Spiegel, ist meistens so bei den Boards auf den zweiten und den dritten Slot. Und hat doch ansonsten ein paar andere Extras, zum Beispiel, wie man hier sehen kann, hat er sechs USB-Anschlüsse, sogar noch einen HDMI-Anschluss, sofern man denn einen Prozessor verbaut, der eine Grafikeinheit beinhaltet. Das ist bei dem 2600X jetzt nicht der Fall, aber beim 3200G. Alle, die dieses G hinten an der Bezeichnung haben bei AMD, haben eine Grafikeinheit integriert. Ob man damit zocken sollte, bleibt mal dahingestellt, aber es gibt halt die Möglichkeit, wenn man einen Bürorechner zum Beispiel zusammenstellt, bringt das schon eine ganze Menge, weil man zockt ja sowieso nicht. Es geht nur um die Bildausgabe und die hat man da auf jeden Fall gewährleistet. Ganz normal Netzwerkanschluss auch noch und Audio-Interface. Dazu gibt es dann eine 500 GB Kingston SSD, die hat ganz gute Lese- und Schreibraten mit 2200 MB die Sekunde im Lesen und 2000 MB im Schreiben. Es gibt noch günstigere, die haben dann aber nur 1500 MB. Das wird man beim Zocken jetzt nicht sonderlich merken. Das merkt man, wenn man Dateien hin und her schiebt. Wenn ihr jetzt natürlich nur eine SSD verbaut habt, dann ist es uninteressant. Wenn ihr von SSD auf SSD kopiert zum Beispiel, dann wird es irgendwann interessant. Hat eine Lebenszeit von 2 Millionen Stunden. Werdet ihr sowieso nicht erreichen in eurem Leben. Die rauchen meistens sowieso vorher ab. Aber die nächsten 10 Jahre könnt ihr auf jeden Fall damit arbeiten. Dazu gibt es dann die 8 GB XFX Radeon RX 580 GTS. Ist leicht übertaktet, hat 8 GB Arbeitsspeicher, also Grafikspeicher. Die Grafikkarte in dem letzten PC hatte nur 4 GB, also haben wir hier schon das Doppelte. Das würde ich euch auch empfehlen, weil zum Beispiel Assassin's Creed Unity frisst schon 6. Je nachdem, wie hoch man die Texturen und so weiter einstellt. Und wenn die Grafikkarte damit überlastet wird, dann kriegt ihr Frame Drops oder erlagert woanders aus. Das ist immer Mist. Die Grafikkarte, die ist auch schon etwas älter, die wurde, glaube ich, im zweiten Quartal 2017 released. Ich habe dazu aber mal ein paar Benchmarks aufgerufen. Und man sieht hier bei Counter-Strike Global Offensive 250 FPS, GTA knapp 60 FPS, Overwatch 80 FPS, PUBG 70. Ihr seht es ja selber hier, ihr könnt auch immer online vergleichen. Kommt natürlich auch darauf an, was man dann noch für ein Board, einen Prozessor und RAM-Speicher hat. Aber mit der Aufstellung, die wir jetzt haben, der Prozessor ist ja deutlich neuer als diese Grafikkarte. Solltet ihr keine Probleme haben. Auch Fortnite für viele interessant. Ich denke, bei Minecraft werden es auch so um die 100 FPS sein. Es kommt immer darauf an, ob ihr die Shader hochgedreht habt, ob ihr ein besonderes Texturenpaket spielen wollt, wie auch immer. Dazu haben wir dann noch ein 600 Watt Be Quiet System Power B9 Modular 80 Plus Bronze. Das hat 600 Watt, das reicht für die Grafikkarte locker. Ihr könnt sogar noch aufrüsten, wenn ihr mal irgendwann auf die Idee kommt, euch zum Beispiel eine 5700 XT da reinzuknallen, reichen 600 Watt normalerweise auch noch aus. Zur Erklärung, was dieses 80 Plus Bronze bedeutet, gibt hier halt eine Liste, da wird das alles beschrieben, was für einen Wirkungsgrad die haben. Da geht es quasi nur um Strom sparen. Ja, der Rest geht dann entweder in die Transformation, in die Wärme und so weiter um, da geht immer irgendwie was verloren. Und Bronze sollte es dann schon mindestens sein. Ob man jetzt unbedingt Titanium nehmen sollte, weiß ich nicht. Ist zu teuer.
Für die 8% Wirkungsgrad, die man dann noch mehr erreicht, ist eigentlich Quatsch. Dazu nehmen wir dann das Aerocool Cylon Pro mit Sichtfenster, Mini-Tower ohne Netzteil. Schwarz hat RGB-Beleuchtung, vorne hat man hier auf dem Bildschirm gesehen. Auf jeden Fall genug Platz drin, dass alle Komponenten verbaut werden können. Man muss immer ein bisschen aufpassen bei den Gehäusen. Man sieht das hier ganz schön an der Seite. Es gibt Gehäuse, die nur für Mini ATX ausgelegt sind, für die Boards. Und das reicht hier auf jeden Fall aus für das normale ATX-Board, was wir auch verbauen werden. Hier steht es auch nochmal bei dem Board ATX, ganz normal. Es steht immer normalerweise im Hauptfenster mit dabei. Eigentlich gibt es hier auch bei der Artikelbeschreibung immer technische Daten, die fehlen jetzt hier leider. Aber wenn ihr ATX lest, müsst ihr auf jeden Fall ein Gehäuse nehmen, was auch ATX-fähig ist. Dazu kommt noch, dass bei so einem großen Gehäuse die Luftzufuhr natürlich besser ist. Die Luft hat mehr Platz, kann besser entweichen von der Grafikkarte und vom Prozessor. Die muss ja irgendwo hin und wenn das so ein gequetschtes Gehäuse ist, dann kriegt ihr ja schnell Probleme mit. Und hier haben wir auch schon den kompletten Warenkorb tatsächlich. Wir haben hier die 8 GB Grafikkarte, den Ryzen 5 2600X. X bedeutet, ihr könnt den sogar auch noch übertakten. Ist ein freier Multiplikator, muss man sich ein bisschen näher mit beschäftigen. Ich habe Prozessoren nie übertaktet, ich habe nur meinen RAM immer übertaktet, weil der RAM standardmäßig bei 2133 MHz läuft und man muss den von Hand im BIOS hochstellen. Wenn man jetzt natürlich so einen billigen RAM nimmt wie von G-Skill oder ähnliches, gibt es ja gerne mal Probleme, hatte ich auch. Mit Corsa, dem RGB Pro, den wir hier haben, gibt es da keine Probleme. Kommt immer darauf an, ob das Board oder der Prozessor das eben unterstützen. Dann haben wir das B450 Gaming Plus Max, das hatten wir eben auch schon. Es gibt die Möglichkeit, dass man im BIOS ein Update quasi macht, vom BIOS selbst. Und dann kann man sogar die 3000er Reihe noch darauf betreiben. Also den 3600, 3700X, 3800, alle die es so gibt von AMD. Normalerweise verbaue ich bei den Gaming-PCs einen B550 Chipsatz oder einen X570. Weil die sind auf jeden Fall zukunftssicher, die können dann auch die 5000er Reihe fressen. Aber der hier reicht halt für so einen 700 Euro Gaming PC locker aus. 600 Watt haben wir eben schon drüber gesprochen. Das reicht für die Grafikkarte locker aus, man kann sogar noch dann später erweitern. Also zukunftssicher ist dieser Rechner auf jeden Fall. Die M2 SSD, da kann man hinterher, wenn man möchte, sogar noch normale SSDs einbauen. Die 2,5 Zoll Faktoren, da kann man bis zu, ich denke, 6 Stück noch verbauen. Kommt drauf an, wie viele SATA-Anschlüsse das Board hat und selbst wenn die SATA-Anschlüsse ausgehen, kann man das noch erweitern mit so einer kleinen PCI Express-Karte. Habe ich euch ja eben noch gezeigt, habt ihr genug Anschlüsse dafür. Mit dem Gehäuse selbst habe ich jetzt keine Erfahrung, aber es ist halt für den Preis was Vernünftiges. Nicht so ein billiges Medion-Gehäuse oder welcher Hersteller auch immer. Ich habe es, wie gesagt, selbst noch nicht verbaut, aber ich denke, das wird ganz gut sein. Und wir kommen auf einen Gesamtpreis von 692,75 Euro. Jetzt müsst ihr euch natürlich noch ein Windows kaufen. Ja, das gibt es dann bei eBay für einen Fünfer hinterhergeworfen. Und der Versand kommt noch drauf. Wenn wir jetzt aber mal rein von der Hardware und dem Versand ausgehen, sind wir bei 700 Euro. Mit Windows 705 Euro. Zusammenbauen tut ihr selber. Das ist eigentlich kein Problem. Vielleicht habt ihr auch einen Nachbarn, der euch für eine Kiste wie das Ding zusammenzimmert. Und dann müsst ihr noch ein Zwanni draufrechnen für die Kiste mit Pfand. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Das wäre es dann auch schon wieder für heute mit diesem Video. War sehr kurz. Ich habe ja gesagt, ich werde das mal schnell noch hochladen. Und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und vielleicht einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ich mir von irgendeinem Hersteller, sei es, oder Händler, Saturn, Mediamarkt, Aldi, Lidl bietet, glaube ich, aktuell auch ein paar PCs an. Da werde ich die mal wieder auseinandernehmen. Dankeschön fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.